Hallo Manuel. Ich hoffe, dass meine Mail dich noch rechtzeitig erreicht. Nach meinem Kenntnisstand wird es zu massiven Unruhen in ganz Russland in den nächsten Stunden kommen. Die wochenlange SDR-Engpässe, erhöhte HF-Strahlung, Taubheit durch Trägertöne haben die Menschen verrückt werden lassen. Die Menschen verlassen die Städte und begeben sich in weniger besiedelten Regionen. Viele haben sich zu Banden zusammengeschlossen und stehlen jeden SDR, den sie finden können. Wir müssen den Malahit DDC unbedingt vor ihnen schützen. Ich habe den Malahit in einer der alten Uralminen versteckt. Auf dem Plan, wo ich dir geschickt habe, ist der genaue Standort gekennzeichnet. Du musst ihn holen und nach Deutschland in Sicherheit bringen. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Ich muss jetzt weg hier, bevor sie kommen und eine QSL-Karte von mir haben wollen. Viel Glück, dein Freund Georgi. Ich habe den Eingang der Mine gefunden. Das ist er. Genau wie auf dem Plan gekennzeichnet, wo Georgi mir zukommen hat lassen. Da muss der Malahit DDC versteckt sein. Ich werde jetzt mal da reingehen und werde ihn suchen. Ihr bleibt draußen und schaut zu, dass mir keiner nachkommt. Ja? Ich gehe da jetzt rein und hol den. Ich hoffe, dass er noch da ist. Passt bitte auf, dass mir keiner nachkommt. Ich habe ihn gefunden, eingewickelt in diesem Fell und nochmal verpackt in so einer alten Zigarrenkiste. Ich werde ihn euch jetzt mal zeigen. Wartet, ich zeige euch ihn. Gut, er war noch klar zum Glück. Habt ihr das gehört? Das waren Schüsse, oder? Ich zeige euch den dann, wenn ich wieder im heimischen Scheck bin. Ich hoffe, ich komme da wieder gut und heil nach Hause. Aber ich glaube, jetzt muss ich erst weg. Da hat es geschossen im Hintergrund. Sie sind mir wahrscheinlich auf der Spur schon. Wir sehen uns an meinem Basteltisch im Scheck. Und dann schauen wir uns den Malahit DDC mal genauer an. Bis nachher. So. Ich bin wieder heil zurückgekommen mit dem Malahit und ja, es hat alles geklappt, ist alles gut gegangen. Bin wieder hier an meinem Basteltisch, an meinem unaufgeräumten Basteltisch wie immer. Und ja, jetzt zeige ich euch mal den Malahit. Ich habe euch ja gesagt, hier in der Zigarrenkiste wurde er mit aufbewahrt und jetzt dürft ihr gespannt sein. Seht ihr das? Richtiger originaler Malahit. Wir drücken jetzt mal ganz scharf auf die Bremse. Natürlich ist in Russland alles in Ordnung. Auch hier alles nur ein kleiner Spaß von mir. Und ja, man kann den Malahit natürlich, den Malahit DDC, ganz normal in Russland bestellen. Wie immer, es ist alles in Ordnung soweit. Ja, ich zeige euch den jetzt gleich mal. Er wird übrigens geschickt hier in dieser wunderbaren Pappschachtel, aber die ist sehr stabil, hat den Transportweg von Jekaterinburg bis zu mir wirklich sehr gut überstanden. Da gab es keine Probleme. Ich hatte das auch schon offen gehabt, also die Schachtel, das ist nicht neu. Ich hatte den Malahit auch schon in Betrieb gehabt, den Malahit DDC. Geliefert wird er wieder mit der kleinen Stabantenne, wo man schon kennt, gut abgepolstert hier in dieser Schachtel. Das ist er, der Malahit DDC.
Ja, rein äußerlich sieht er nicht viel anders da aus wie der DSP-2, ist dasselbe Gehäuse. Was ich jetzt schon gemacht habe, ich habe die Encoder-Drehknöpfe hier getauscht gegen die vom Nikolai, die habe ich euch ja schon mal vorgestellt. Und ja, da setze ich euch aber auch nochmal den Link in die Videobeschreibung. Und was ich natürlich auch schon mir besorgt habe, ist vom Sergej aus der Ukraine den passenden Ständer zum Malahit. So, damit das auch alles schön aufgeräumt ist. Ja, wie gesagt, rein äußerlich, ja, eigentlich überhaupt kein Unterschied von den Abmaßen her. Antennenanschluss ist genau derselbe, ein SMA, eine SMA-Buchse. Ja, auf der Seite kann man das natürlich hier schon gut erkennen. Da erkennt man schon den Unterschied zu den anderen Malahits. Hier verbaut eine USB Type-C-Buchse diesmal. Einmal für die Cut-Steuerung am PC und auch zum Laden des Malahit. Der Malahit hat übrigens zwei Akkus diesmal verbaut. Geht auf knapp 7 Volt, also nicht mehr mit einem Akku diese knapp 4 Volt. Zwei 18650 Akkus verbaut. Die sind übrigens beim, wenn man den zugeschickt bekommt, natürlich nicht eingebaut. Da sind die zwei Seitenwände auch schon abgebaut. Da muss man die Akkus natürlich erst sich noch besorgen dafür. Ansonsten gibt es hier auch eine DC-Buchse für 12 Volt. Das heißt, man kann den an den normalen Scheckstrom gleich mit anschließen. 2,1 mm DC-Buchse, also hier der Innenpin. Und ja, daran erkennt man schon, dass das ein DDC ist, ein Malahit DDC, rein äußerlich kaum zu erkennen. Vorteil, USB-C-Buchse, natürlich eine schnellere PC-Verbindung. Das ist auch der Grund, warum die eingebaut worden ist, ja, damit die Cut-Steuerung verbessert wird beim DDC. Wie gesagt, der DDC ist allerdings auch ein Stromfresser, deswegen wurde hier auch nochmal eine DC-Buchse zum Laden eingebaut. Da gibt es auch ein schönes Akkupack, wenn man den mobil nutzen will zum Nachladen, werde ich euch mal in der Videobeschreibung verlinken. Die habe ich auch, die funktioniert wirklich sehr gut. 12 Volt Akkupack, ist auch ein 5 Volt USB dran, also ihr könnt dann immer alles laden, was ihr braucht. Der Einschalter, dann halt hier die Kopfhörerbuchse, kennt man alles. Ja, der DDC wurde ja schon viel auch in Facebook und so drüber ja, gesprochen und wirklich sehr interessantes Gerät, noch wenig Informationen verfügbar und ja, grundsätzlich muss ich sagen, dieses Gerät jetzt, diesen DDC ist ein Vorabgerät oder ja eine Vorabproduktion. Und zwar ab Februar ist der eigentlich dann vollumfänglich zu erhalten. Jetzt wurden nur so ein paar rausgeschickt an die Leute. Ja? Ich glaube, im Dezember waren es nur 20 Stück und jetzt im Januar sind es auch nicht mehr. Ne? Das ist im Grunde so eine Vorab-Produktion, weil viele Bauteile, wo dort verbaut sind, mittlerweile schwierig sind für das Malahit-Team auch zu bekommen. Das heißt, die wirklich große Produktion, wo dann auch mehr bestellt werden kann, findet im Februar statt. Da wird es aber einen kleinen Unterschied geben zu dieser Vorab, ja, zu diesem Vorabgerät, ja. Ich habe jetzt hier noch ein 14-Bit ADC drin. Bei der nächsten Produktion ab Februar kommt dann ein 16-Bit ADC zum Einsatz. Was die Qualität betrifft, ist aber beides so gut wie selber, denn nicht immer nur die Bitrate zählt, sondern auch das Zusammenspiel der kompletten Komponenten. Ja, das ist ja auch oft ein Marketing-Gag bei diesen Empfängern. Umso mehr Bit, umso besser. Ja, grundsätzlich kann man das so sagen. Aber es nützt nicht viel Bit was, wenn der Rest der Komponenten nicht mit zusammenspielt. Wie gesagt, hier USB-C, schon mal klasse für höhere und bessere Cut, also höhere Geschwindigkeit und bessere Cut-Steuerung. Super Sache. Ja, ansonsten, man sieht nicht viel, ist aber im Grunde ein komplett anderer Empfänger.
Der DDC hat im Grunde den Vorteil, ja. Das Blockieren des Dynamikbereiches ist ja der größte Unterschied eigentlich zugunsten des DDC im Gegensatz zum DSP, muss man sagen. Das bedeutet im Grunde auch bei ja, schwierigen Verhältnissen, ja, bei großen Antennen zum Beispiel, schwache Signale von den stark störenden, ja, immer noch gut zu empfangen. Das ist wirklich ein großer Vorteil des DDC, des Malahit DDC, muss man mal wirklich sagen. Deswegen, es ist schon eigentlich ein komplett anderes Radio wie seine Malahit-Team-Mitglieder, wenn man so will, ne? Dem DSP-1 und dem DSP-2. Wirklich ein großer Unterschied. Wie gesagt, dann die schnellere Cut-Steuerung. Ja? Der Frequenzbereich. Der ist momentan, genauso wie bei dem DSP-2, auf 2 GHz begrenzt. Dann gibt es einen Nachteil zurzeit in dieser Ausführung gegenüber dem DSP-2, was den Frequenzbereich betrifft. Ja, wir haben hier grundsätzlich von der Software her einen Frequenzbereich von 0 bis 2 GHz, wie beim DSP-2. Aber Filter für die jeweiligen Bänder ist hier zurzeit eingebaut für die Kurzwelle 0 bis 30 MHz, dann für den UKW-Radiobereich und für den 2 Meter Amateurfunkbereich. So. Alles, was dazwischen liegt, ist momentan noch unblockiert, ne? Und wird natürlich oftmals von starken UKW-Signalen überschwemmt. Das liegt an den Filtern. Und zwar, da wird aber dann später noch nachgebessert. Und zwar, es soll, deswegen ist das auch erstmal so auch gedacht, also das ist vollkommene Absicht, ja. Da kommt noch ein optionales Board auf den Markt. Ist im Moment noch in Entwicklung, also es ist schon in Vorbereitung, wird aber wahrscheinlich auch erst im Februar verfügbar sein, für Februar oder März. Das kann man sich dann dazu bestellen. Das wird dann da eingebaut oder man kann es gleich mit einbauen lassen dann, ne, bei Bestellung. Das geht dann wie beim DSP-1 auch. Das habe ich auch schon ein paar Videos von gemacht. Ich habe das damals ja auch nachträglich eingebaut. Dieses optionale Board enthält dann alle weiteren restlichen Filter und soll den Malahit DDC dann bis auf 6 GHz an Empfangsreichweite ja hochjubeln sozusagen, ja? Also eine schöne Sache, kommt alles noch neu, ne? Das muss man treffen, dieses Gerät ist absolut neu, auch was die Entwicklung betrifft. Super Sache. Und die Werte, die grundsätzlen die Bandwerte, Frequenzwerte sind beim DDC auch wesentlich besser, also ist zugunsten des DDC gegenüber dem DSP. Ich muss immer aufpassen, dass ich da nichts Falsches sage. Ich habe aber auch nochmal alles übrigens zusammengefasst, was ich euch jetzt erzähle, in einer Liste. Die verlinke ich euch natürlich hier. Da irgendwo da unten in der Videobeschreibung. Und da könnt ihr das auch nochmal alles nachlesen, was die Vor- und auch Nachteile momentan noch vom DDC gegenüber dem DSP ist. Ja? Und aber das ist nicht mehr viel, weil da jetzt auch noch nachgebessert wird. Wie gesagt, momentan eine Vorabversion mit 14-Bit. Die nächste Version gibt ein 16-Bit. 16-Bit ab Februar. Deswegen könnt ihr euch jetzt erst nochmal überlegen, ob ihr den wirklich schnell haben wollt oder nicht. Ab Februar gibt es eine 16-Bit-Version. Ihr könnt auch schon vorbestellen. Es wird aber noch nicht gesagt, wann der ausgeliefert werden kann. Ne? Das kann sich durchaus hinziehen über einen längeren Zeitraum. Weil, wie gesagt, aufgrund der Teile momentan das alles sehr schwierig ist. Auch die Teilepreise, die schwanken momentan sehr, sehr stark. Also das ist wirklich auch schwierig, auch teilweise die Teile zu beschaffen, wird immer schwieriger momentan. Ja? Und gerade diese hochwertigen Teile sind teilweise überhaupt nicht mehr bestellbar oder nicht auf Lager.
Und da hat das Malahit-Team doch recht viel zu tun, da alles hinzubekommen. Und deswegen ab Februar, ja. Da fängt dann das so richtig an mit einem 16-Bit-ADC. Hier, wie gesagt, noch ein 14-Bit drin. Tut aber dem Ganzen keinen Abbruch. Wie gesagt, ist eine Vorabversion des DDC, wo ich jetzt hier bekommen habe. Und ja, super Sache. Preislich ist der teurer wie alle anderen. Klar, teure Komponenten. Softwaremäßig weitaus besser, finde ich, wie die anderen. Ja, die Encoder, die funktionieren wirklich tipptopp. Sehr schnell, sehr empfindlich, sehr klasse. Das kann natürlich auch mit der Entwicklung der Software mit zusammenhängen. Und ja, es müssen jetzt keine anderen Decoder verbaut sein. Es kann auch softwaremäßig doch vieles so hingebracht werden, dass das alles noch besser geht. Der Touchscreen funktioniert wirklich absolut, also super empfindlich. Der funktioniert auch klasse. Da werde ich euch aber alles noch in den kommenden Videos, werde ich euch das dann noch alles genau zeigen. Ich kann den ja aber trotzdem mal anschalten, dann seht ihr das auch mal. Und hier seht ihr auch schon, hier steht dann Malahit DDC. Und hier seht ihr, der Akku ist jetzt auch nicht voll aufgeladen, geht schon in den roten Bereich auf, ich bin bei 7,1 Volt. Und ja, nee, also das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Der Touchscreen ist super empfindlich, wo hier beim DDC verbaut ist, funktioniert alles klasse. Das werden wir aber alles dann nochmal in Ruhe in den nachfolgenden Videos über den DDC durchgehen. Preislich wird der DDC im Februar, ich kann ja jetzt schlecht den Preis nennen, wo, also ich habe jetzt bezahlt knapp 400, also mir Zoll war jetzt nicht so viel drauf, weil der ja als Bausatz geliefert worden ist. Und also ich habe jetzt bezahlt knapp 410 Euro. Ne? Also das ist schon der ungefähr, man kann sagen, das Doppelte teurer gewesen jetzt, wie die anderen. Das habe ich jetzt in Kauf genommen, weil ich einfach total neugierig auf dieses Gerät war. Ja? Und ich da sowieso immer sehr ja, scharf drauf bin. So. Der Malahit DDC, der im Februar rauskommt, der wird wahrscheinlich sogar günstiger werden. Ja? Ich habe mal gefragt, es ist halt momentan noch schwierig zu sagen, wegen den Bauteilenpreisen, was sich bis dahin entwickelt, gerade mit dem 16-Bit-Empfänger. Aber es kann sein, dass der sogar günstiger wird dann, vielleicht 35.000 Rubel, vielleicht etwas mehr, vielleicht etwas weniger. Ja, also das steht noch nicht ganz 100% fest, aber so in diesem Bereich könnt ihr rechnen. Ich habe jetzt etwas mehr bezahlt, um diese Vorabversion mal zu bekommen und euch den vorzustellen und auch ein paar Tests zu machen. Das habe ich jetzt einfach mal in Kauf genommen, sage ich mal, ne? Um euch da auch mal rechtzeitig zu informieren. Ja? Und so viele haben diesen DDC ja noch nicht. Die meisten Videos, wo bei YouTube so draußen sind, sind entweder aus dem englisch- oder russischsprachigen Raum. Und ich dachte mir, ich ja, versuche euch da schon ein bisschen vorab zu informieren, bevor wirklich die richtige Produktion startet. Alles Weitere würde ich auch, was die Vorbestellungen betrifft, alles mit Georgi absprechen, der, wo das Teil ja baut für das Malahit-Team. Und alles andere jetzt, auch was den Empfang betrifft und diese ganzen Vor- und Nachteile, die werden wir nochmal genau aufschlüsseln. Und werden natürlich auch noch ein paar Antennen dranhängen, verschiedene Antennen, und werden mal gucken, wie der sich so gibt. Ich werde auch mal den DSP2 an einem Splitter dranhängen und werde den DDC mit dem Malahit DSP2 filmen. Das werde ich euch dann, werde ich ein extra Video von machen, wo wir die beiden mal ein bisschen vergleichen, ja, was da so die Unterschiede sind. Aber das ist schon wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Die Encoder, die gehen butterweich. Also das ist auch, ich merke da schon einen Unterschied zum DSP2. Ja. Und aber das werden wir dann auch mal direkt vergleichen. Wie gesagt, ist etwas teurer, ist wirklich ein komplett anderes Radio, auch an Technik, was hier innen in der Box steckt, wie der DSP. Ja, das muss man immer sehen. Das ist was ganz anderes, ein ganz anderer Chip. Ja. Ja. Ich denke, das war erstmal im Grunde, wie gesagt, der Dynamikbereich, also ist ja wirklich die größte Stärke. Ja? Das Blocken des Dynamikbereichs des DDCs
ist wirklich die größte Stärke von diesem neuen, ja. Und ich denke, da wird es den größten Unterschied geben, ne? Und ja, ihr dürft gespannt sein. Es werden einige Videos folgen, ja, Empfangsversuche und so weiter und so fort. Ich kann es natürlich nicht ganz so vollumfänglich testen. Also ich rede jetzt von den Frequenzbereichen wie den DSP2 oder den DSP1, weil hier natürlich noch die optionale Platine fehlt. Zum Beispiel, ja, die 137, Beispiel jetzt die 137 Megahertz-Bereich, wo ja die NOAA-Satelliten unterwegs sind, die kann man zwar da oben einstellen, aber der ist momentan noch recht voll mit irgendwelchen UKW-Sendern, die dort einstrahlen. Einfach deswegen, weil dieses optionale Board noch nicht hier eingebaut ist. Das habe ich aber schon angemeldet beim Malahit-Team, dass ich gerne, sobald das optionale Board soweit fertig entwickelt und getestet ist, ich es gerne bestellen würde. Ich baue mir das dann hier ein und dann testen wir das dann natürlich dann auch in diesen Frequenzbändern, wo momentan der DDC unterlegen ist, wenn man so möchte, aber aufgrund natürlich dieser fehlenden optionalen Platine. Natürlich hat das dann, steigt dann der Vorteil wieder an, weil natürlich der Frequenzbereich auch natürlich dann mehr wird, bis auf 6 GHz, das ist ja schon gewaltig, muss man mal gucken, was da alles so kreucht und fleucht, das werden wir natürlich dann uns auch mal anschauen. Und ja, ich bin wirklich mal gespannt. Ich werde euch aber in der Videobeschreibung auch nochmal ein paar Videos verlinken von YouTube-Kollegen von mir aus Russland, wo den auch schon mal genauer durchgemessen haben. Dafür habe ich jetzt nicht so die Möglichkeiten, werde ich euch aber trotzdem verlinken in der Videobeschreibung unten. Könnt ihr euch das auch mal anschauen und da könnt ihr das schon genau betrachten, wovon ich da rede, ne? Und ja. Also ich bin schon sehr gespannt darauf, damit ein wenig zu spielen und zu testen. Und ja, ich bin froh, dass ich hier dieses Vorabgerät mal bekommen habe. Ja, es ist schon eine teure Investition gewesen, aber ich muss sagen, ich war einfach zu neugierig. Ich wollte jetzt nicht noch bis Februar warten. Vor allen Dingen wollte ich euch den halt wirklich so schnell wie möglich zeigen, ne? Damit ihr wirklich schon so viele Informationen habt bis Februar, wie nur geht, ja? Und euch dann dort auch eine Meinung bilden könnt, ob ihr den haben wollt oder nicht. Tatsache ist, er ist aber immer teurer natürlich. Er wird auch immer teurer bleiben wie seine Vorgänger. Da werdet ihr nicht drum rumkommen. Jetzt ist nur die Frage, ist es das wert für euch persönlich? Für mich, das, was ich jetzt hier schon gesehen und probiert habe, auf alle Fälle, ist er mir wert. Das muss aber natürlich jeder selber entscheiden. Ich werde euch so viel Informationen wie möglich jetzt demnächst geben über den Malahit-DDC. Werde einige Videos rausbringen. Also ich denke mal, das werden bestimmt 5-6 Teile werden, wo wir den dann wirklich mal genau uns anschauen werden. Uns die Vor- und Nachteile mal raussuchen werden. Aber guckt wirklich mal in die Videobeschreibung. Ich mache euch einen Link wirklich zu dieser Liste, wo ich mal aufgeschrieben habe, mal eine Auflistung der Vor- und Nachteile des DSP2 und des DDCs. Und ja, da hoffe ich, dass ihr euch da schon mal einige Infos rausziehen könnt, die für euch vielleicht wichtig sind. Ja, für heute soll es aber das mal gewesen sein, ein bisschen Action im Voraus vor der grundsätzlichen Vorstellung natürlich des DDCs. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich habe gedacht, so ein bisschen, ja, ein bisschen Show muss auch mal sein, ne? Ansonsten, ihr dürft gespannt sein auf die nächsten Videos. Also ich verspreche euch, das wird bestimmt sehr, sehr interessant. Gut, das soll es aber für heute erstmal gewesen sein. Bis zum nächsten Mal und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch sehr freuen. Über ein Abonnement sowieso. Und natürlich freue ich mich auch über jedes Kommentar, das ihr gebt. Und also wenn es nicht total irrsinnige Kommentare ist, bleibt das bei mir ja auch immer alles stehen. Ja? Aber es gibt ja manchmal auch so ein bisschen beleidigende Kommentare, die lösche ich natürlich. Aber ansonsten freue ich mich immer über jedes Kommentar, was ihr gebt. Und ja, da bin ich echt mal gespannt drauf. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.